Im Krankenhaus hat der zuständige Arzt Simone sofort zu einer eingehenden Untersuchung mitgenommen. Die Sorge um die 30-Jährige und das Kind lassen Peter, dem Vater in Spee, keine Ruhe. Um die beiden auf keinen Fall zu gefährden, hat der Abteilungsleiter eine schwere Entscheidung getroffen. Doch dafür braucht er die Hilfe von Rechtsanwalt Ralf Vogel. Sag, Hellmann. Gibt's was Neues? Hat der Arzt was gesagt? Noch gar nichts. Ich werde hier noch verrückt. Seit einer halben Stunde warte ich schon hier und noch nichts. Beruhigen Sie sich erstmal. Es bringt ja nichts, wenn Sie gleich zu Ihrer Verlobten reingehen und dann so nervös sind. Wenn irgendwas passiert ist. Wird schon nicht. Wenn was passiert wäre, dann hätte der Arzt doch schon längst was gesagt. Aber warum hat sich denn Ihre Frau so aufgeregt? Haben Sie ihr die Wahrheit gesagt? Nein, dazu kam es erst gar nicht. Dazu wird's auch nicht kommen. Ich will, dass das Ganze aufhört. Wie meinen Sie das? Ja, ich werde das Geld zahlen. Ich will einfach nur noch Ruhe. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Da gibt's nichts zu überlegen. Die ganzen Nachforschungen haben nichts ergeben. Und diese ganze Heimlichtuerei vor Simone, ich will das nicht mehr. Und so wie es aussieht, kann ich Simone sowieso nie die Wahrheit sagen. Nur was ist denn, wenn der Erpresser keine Ruhe gibt? Wenn er sich mit den 25.000 Euro nicht begnügt und immer mehr fordert, dann hat das Ganze nie ein Ende. Was soll ich machen? Dann habe ich halt Pech. Dann muss ich weiterzahlen. Gut, das ist Ihre Entscheidung, auch wenn ich anderer Meinung bin. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen helfen und kann Sie zur Lösegeldübergabe begleiten, wenn Sie wollen. Das wäre super. Alleine kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Haben Sie denn die 25.000 Euro schon zusammen? Ja, ich muss ein paar Sparbücher auflösen, aber das bekomme ich schon hin. Na gut, mal Folgendes. Sie melden sich bei mir, wenn Sie das Geld zusammen haben, und dann besprechen wir alles Weitere. Gut, Herr Hellmann? Super. Gut. Vielen Dank. Bitte schön. Danke, Herr Hellmann. Herr Doktor, was ist Sie? Wie geht's dem Baby? Dem Baby geht's gut. Das ist schön. Aber Ihre Verlobte hat einen verkürzten Muttermund, das wissen Sie. Sie waren vor etwa 2 Monaten schon mal bei uns zur Untersuchung. Mhm. Und nun sieht es so aus, als ob sich die Plazenta abgelöst hat. Heißt das, sie bekommt einen Kaiserschnitt? Nein, nein. Ich würde Ihre Verlobte nur gern hier beobachten und dazu muss ich hier im Krankenhaus bleiben. Ja, für super. Eine Zeit. Gut. Darf ich denn jetzt zu ihr? Sie dürfen zu ihr. Tun Sie mir nur eingefallen. Sind Sie ganz ruhig. Das ist das Beste, was Sie jetzt tun können. Ja, das werde ich. Ich schaue nachher nochmal. Vielen Dank. Okay. Danke. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Jetzt zählt nur meine kleine Familie. Wenn ich jetzt dafür zahlen muss, dann muss ich da durch. Peters Entscheidung steht fest. Er darf seine schwangere Verlobte und das Baby nicht gefährden. Wenige Tage später hat er das Geld zusammen und folgt den telefonischen Anweisungen des Erpressers. Rechtsanwalt Ralf Vogel und sein Referendar Frank Schulze begleiten den 35-Jährigen. Der Jurist will die Hoffnung nicht aufgeben, den Täter doch noch zu stellen. Das ist hier der Ort. Frank? Ja? Ich würde vorschlagen, Sie gehen hier links lang, im großen Bogen, und versuchen, die ganze Sache zu beobachten. Okay. Verhalten sich möglichst unauffällig. Okay. Sie gehen dann hier lang, wo der Entführer es wollte, und zum Übergabeort. Ich folge Ihnen dann im sicheren Abstand. Okay. Tun Sie einem ja einen Gefallen. Riskieren Sie nichts, bloß weil Sie ihn kriegen wollen. Wenn es heute gut geht, Herr Hellmann, ja, da hat der Albtraum endlich ein Ende. Ich will es hoffen. Gut, wird schon gut gehen. Peters Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Nervös erwartet er den Befehl zur Übergabe. Ist dir was passiert? Danke, nein, mir geht's gut. Konnten Sie was erkennen? Sie ihn nicht erwischen? Nein, Sie haben noch gesehen, was das für ein Tier war. Diese Kette konnte ich ihm aber entreißen. Was für eine Kette? Die habe ich schon mal gesehen, die kommt mir bekannt vor. Ich weiß nur nicht wo. Das bringt alles nichts. Ich gehe zurück zu Simone ins Krankenhaus. Wir nehmen Sie mit, wir setzen Sie ab, warten Sie. Jetzt weiß ich, wo ich die Kette kenne. Frank, kommen Sie mit, wir haben was zu erledigen.
Der werdende Vater Peter Hellmann wird seit einem One-Night-Stand mit seiner Sekretärin Katrin Finke erpresst. Rechtsanwalt Ralf Vogel hat mit seinem Referendar Frank Schulze die Ermittlungen aufgenommen. Bei der Geldübergabe konnten sie zwar den Täter nicht fassen, doch dafür ist ihnen eine Kette in die Hände gefallen, die der Jurist schon einmal gesehen hat. Er ist gespannt, wie die Arbeitskollegin seines Mandanten darauf reagiert. Also, Sie werden jetzt schon ein bisschen aufdringlich, finden Sie nicht? Ja, entschuldigen Sie die Störung, Frau Finke, aber wir hätten da noch ein paar Fragen. Ja, und das hätten wir nicht am Telefon klären können? Da haben Sie natürlich recht, Frau Finke, aber wir waren eh gerade in der Nähe und einige Dinge, Frau Finke, die lassen sich doch persönlich viel besser klären. Na klar, was wollen Sie denn jetzt von mir wissen? Informationen bräuchte ich noch. Ich habe hier eine Kette. Ist das Ihre? Nein, ist nicht meine. Wissen Sie, von wem diese Kette stammt? Woher soll ich denn wissen, von wem diese Kette stammt? Wo haben Sie die denn gefunden? Das tut nicht zur Sache, aber dürfte ich mal kurz Ihren Anhänger sehen? Nein, Mensch, hören Sie mal. Passen exakt zusammen. Ja, und was soll das heißen? Es gibt zig von diesen Ketten. Das ist ja interessant. Diese Kette hier, die gehört dem Erpresser. Ja, na und? Ja, wie na und? Ich meine, ist doch ein bisschen merkwürdig, oder? Dass der Erpresser ausgerechnet das exakte Gegenstück von der Kette, die Sie tragen, besitzt? Also das müssen Sie mir jetzt aber schon erklären, Frau Finke. Also ich muss Ihnen gar nichts erklären. Aber wissen Sie, es haben so viele Pärchen so eine Kette, da weiß ich doch nicht, wer die verloren hat. Wissen Sie, was ich denke? Ich denke, Sie wissen ganz genau, wer der Erpresser ist. Sie haben uns bisher noch nicht viel mehr zu der besagten Nacht gesagt, Frau Finke. Und abgesehen davon stimmt Ihre Aussage über den Zustand von Herrn Hellmann nicht überein mit dem, was wir von den Kollegen von Herrn Hellmann gehört haben. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich muss mir das hier echt nicht weitergeben. Aber eins will ich noch loswerden. Peter ist derjenige, der mir an die Wäsche wollte. Er war heiß drauf, um die Nacht mit mir zu verbringen. Und wissen Sie was? Ist mir zu blöde. Gehen Sie doch bitte. Wenn Sie Fragen haben, richten Sie an meinen Anwalt. Auf Wiedersehen, Frau Finke. Auf Wiedersehen. Das scheinen wir ja wirklich im Westen das getroffen zu haben. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie Frau Fink auf unseren Besuch reagiert. Ich schlage vor, wir warten draußen noch ein Weilchen. Nach der Reaktion von Frau Finke ist mir klar, dass sie mehr über die Erpressung weiß, als sie uns sagen will. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Der Rechtsanwalt und sein Referendar mussten auf ihrem Beobachtungsposten nicht lange ausharren. Kurz nach der Konfrontation mit der Kette ist Katrin Finke hektisch in ihr Auto gesprungen. Die beiden Juristen folgen der jungen Frau in Ralf Vogels Wagen bis zu einem Supermarktparkplatz. Und jetzt? Was will sie denn hier? Das werden wir hoffentlich gleich rausfinden. Hey, das ist doch der Typ aus dem Park. So sieht's aus. Wollen wir nicht hingehen oder die Polizei rufen? Dann warten Sie doch erstmal ab. Vielleicht finden wir heraus, was die vorhaben. Machen Sie mal ein Foto von der Finke und dem Typen. Und mit welchem Fotoapparat? Mit Ihrem Handy, Mensch. Und? Können Sie was erkennen? Schnell, die hauen ab! Mensch, ach, immer wenn es eilig hat, das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, ja. Können Sie gleich wegfahren kurz? Wir haben es ganz eilig, ganz schnell. Ganz schnell. Wir haben es eilig. Ja, jetzt beruhig dich mal eine Minute, ja? Die sind weg. Ich rufe den Hellmann an, das bringt ja nichts. So, warte mal. Ja? Herr Hellmann? Ja? Ja, ich bin's. Wie geht's denn Ihnen und Ihrer Verlobten und dem Baby? Ja, es hat sich noch nicht wirklich was getan. Die Ärzte meinen zwar, es wäre ein gutes Zeichen, aber naja, es ist nicht schlimmer geworden. Ja, wir konnten jetzt auch was Neues herausfinden. Und zwar scheint die Finke... Meine Güte, hör auf hier. Die Finke scheint mit dem Erpresser unter eine Decke zu stecken. Was? Das gibt's doch gar nicht. Naja, doch. Andererseits, das würde so einiges erklären. Wer ist denn der Erpresser? Ich gehe davon aus, dass das Ihr Ehemann ist. Wir konnten den auch fotografieren. Könnten Sie mir vielleicht ein Bild davon schicken? Vielleicht erkenne ich ihn ja. Ja, klar. Aber warum ich anrufe, Herr Hellmann? Ich denke, wir müssen jetzt die Polizei informieren. Ich habe Angst, dass die beiden sich aus dem Staub machen. Aber wollen Sie das denn wissen? Naja, so die Reaktion von den beiden, wie ich die gesehen habe. Und die Frau Finke weiß jetzt ganz genau, dass ich sie enttarnt habe. Ich glaube, die beiden werden sich auf dem Weg machen und hier abhauen. Deshalb fahre ich gleich zum Haus der Finkes rüber. Okay. Können Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie auf mich warten? Ich würde sehr gerne sehen, wie die beiden verhaftet werden. Ja, das kann ich verstehen. Ich werde dem Frank sagen, dass er Ihnen gleich mit dem Foto auch die Adresse von dem Haus der Finkes rüberschickt. Und dann fahre ich gleich los und dann sehen wir uns da. Ja, super. Ich mache mich direkt auf den Weg. Wir treffen uns da. Gut. Bis gleich. Bis gleich, Hellmann. Ja, tschüss. Tschüss. Ich bin froh, dass Herr Hellmann endlich eingesehen hat, dass kein Weg an der Polizei vorbeiführt.
Ich hoffe nur, ich liege richtig mit meiner Vermutung, dass die beiden Finkes jetzt die Koffer packen wollen. Nachdem Ralf Vogel seinen Mandanten Peter Hellmann über den neuesten Ermittlungsstand informiert hat, macht er sich mit seinem Referendar Frank Schulze sofort auf den Weg zum Haus der Finkes. Sollte sich sein Verdacht bestätigen, muss er das vermeintliche Erpresserpaar aufhalten, bevor sie die Flucht ergreifen können. Vor Ort trifft der Rechtsanwalt auf unverhoffte Unterstützung. Kann die Polizei schon hell sehen oder hat sie jemand informiert? Was wollen Sie jetzt, bitte? Da sind Sie nicht wegen dem Ehepaar Finke hier? Nee, also ich weiß nicht, was Sie wollen. Wir haben einen Anruf bekommen, dass hier jemand im Haus randaliert. Deshalb sind wir hier. Ich wollte Sie gerade anrufen. Und zwar besteht der dringende Tatverdacht der Erpressung. Ging das zu Ehepaar Finke? Ja, klären wir das später bitte. Wir müssen jetzt hier erstmal rein. Und Sie sind so nett und bleiben draußen, ja? Ich glaube, das ist mein Mandant. Ich bin Rechtsanwalt. Dann kommen Sie mit. Bleiben aber hinter mir, okay? Ja, gut. Im Haus werden die schlimmsten Befürchtungen des Rechtsanwalts wahr. Seit den erneuten Schwangerschaftskomplikationen bei seiner Verlobten ist Ralf Vogels Mandant nervlich angeschlagen. Peter hat nur noch einen Wunsch, nämlich, dass die Erpressung endlich ein Ende hat. So, ja, das ist Ihr Mandant? Ja, das ist er. Dann sprechen Sie am besten als erstes mal mit ihm. Herr Hellmann, das ist doch jetzt hoffentlich nicht alles Ihre Schuld hier. Ich weiß nicht, nach Ihrem Anruf, da habe ich irgendwie rot gesehen. Das mit meiner Verlobten und dem Krankenhaus und das hier alles, das wächst mir irgendwie über den Kopf. Haben Sie Finkes auch angetroffen? Ja, Moment mal, Sie fassen hier bitte nicht alles an, das müssten Sie wissen und die Fragen stellen wir. Ja, selbstverständlich, aber Herr Hellmann, auf die Frage können Sie noch antworten. Als ich hier angekommen bin, war keiner mehr im Haus. Wie sind Sie denn reingekommen? Wie bin ich reingekommen? Ich habe die Tür eingetreten. Bleiben Sie mal ruhig. Ich habe hier mehrmals angeklingelt und es hat keiner die Tür aufgemacht. Ich hatte Angst, dass Sie verschwinden. Herr Hellmann, ich denke, es ist besser, Sie kommen mit uns auf die Wache. Erklären wir das da in Ruhe, hier ist das ja offensichtlich. Wie bitte? Möglich. Und was ist mit den Finkes? Das können wir dann klären. Okay, Hellmann, bleib mal ganz ruhig. Das war das Problem, ich wollte das erklären. Das Ehepaar Finke hat vermutlich hier meinen Mandanten erpresst, und zwar um 25.000 Euro. Okay. Also sollten wir ganz schnell die Fahndung ausschreiben, weil wir Angst haben, dass die sich aus dem Staub machen. Ja, aber das machen wir nicht hier, sondern bei uns auf Wache. Selbstverständlich. Aber dann sind die doch schon längst weg, das erkläre ich Ihnen doch gerade. Hellmann, Sie sind doch selber schuld jetzt an der Verzögerung. Kommen Sie schnell auf die Wache, dann klären wir da alles. Mit der Aktion hat sich mein Mandant wirklich keinen Gefallen getan. Das verzögert die ganze Sache nur unnötig. Ich hoffe, ich werde das Ganze auf der Wache schnell aufklären können. Auf dem Polizeirevier kann Rechtsanwalt Ralf Vogel die zuständige Beamtin nur mit Mühe und Not davon überzeugen, dass sein Mandant kein mutwilliger Randalierer, sondern Opfer einer Erpressung ist. Doch dann setzt die Polizistin alle Hebel in Bewegung, um das Gangsterpärchen zu stellen. So, Fahndung ist raus. Herr Hellmann, ich sag Ihnen ganz ehrlich, Sie haben ein Schweineglück, dass Ihr Anwalt mit hier ist. Ja? Ich hätte Ihnen so nie abgenommen. So eine kuriose Story. Ja, ich verstehe Sie ja auch. Ich glaube, an Ihrer Stelle hätte ich auch gezweifelt. Aber glauben Sie mir, für mich läuft das ja auch mehr als beschissen. Na ja, gut, wir müssen jetzt versuchen, ganz schnell herauszufinden, wo die beiden hinwollen und so schnell wie möglich erwischen. Und dann? Naja, Mensch, Herr Hellmann, ich muss Ihnen schon sagen, also es wird schwer, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen. Das ist ganz klar. Ja? Selbst wenn sich die Geschichte so zugetragen hat, wie Sie das jetzt hier sagen. Aber das klären die Gerichte, ja? Super. Das heißt, im schlimmsten Fall habe ich einen dran wegen Randale und die beiden kommen einfach mit meiner Kohle davon. Nee. Also, dass sie nun einfach so davonkommen, sicher nicht. Wir ermitteln ja. Die Anzeige liegt ja vor und da sind wir ja auch dran. Wir sind doch hier in einem Rechtsstaat. Da kann man solche Erpresser nicht einfach laufen lassen. Ja, Herr Hellmann, dazu muss ich Ihnen aber sagen, Sie hätten dem Rechtsstaat natürlich auch eine Chance geben müssen. Wenn Sie gleich mit diesem Brief gekommen wären, als Sie den bekommen haben, würden wir jetzt hier nicht sitzen. Da hätte man nämlich schon viel früher ansetzen können. Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir müssen herausfinden, wo die beiden jetzt hinwollen. Super, wie sollen wir das denn erfahren? Wir sind doch alle keine Hellseher. Nein, Herr Hellmann, ich bin kein Hellseher, aber wissen Sie, in dem Wohnzimmer, da waren zig Reisekataloge von Thailand. Und Thailand wäre doch ein prima Reiseziel, um sich abzusetzen. Da haben Sie recht. Das ist eine gute Idee. Am besten wir gucken mal nach, wann der nächste Flug geht nach Thailand. Das mache ich, genau. Hoffe ich mal, dass Sie recht haben. Wird es endlich mal für mich gut laufen. Das ist nur eine Idee, Herr Hellmann. Ach, kick mal an. Das ist ja interessant. In 2 Stunden geht der nächste Flug. Ja, prima. Passen wir auf, ich rufe mal gleich die Flughafenwache an. Mhm. Lass die eine Streife rüberschicken. Sie fahren mit rüber und tun Sie mir den Fall und passen so viel. Selbstverständlich, ganz kurze Leine, ja? Alles klar, wunderbar. Tschüss. Ja, wenn die jetzt endlich gefasst werden, dann hätte der Albtraum endlich ein Ende. Naja, wegen der Randale-Sache gibt es vielleicht noch Ärger, aber dafür muss ich halt gerade stehen.
Auf dem Weg zum Flughafen entdeckt Peter an einer Tankstelle eine Streife. Er ist sich sicher, dass das Erpresserpärchen neben dem Wagen stand. Rechtsanwalt Ralf Vogel wendet, ermahnt seinen Mandanten aber eindringlich, sich bei der Festnahme zurückzuhalten. Ihr miesen Ratten! Katrin, wir waren Freunde, wir waren Kollegen, wir haben zusammen gearbeitet. Wie abgezockt kann man sein? Beruhigen Sie sich, komm. So riskieren Sie nicht noch eine Anzeige. Und nur hab dich nicht so. Ja, du warst die ganze Zeit darauf, mich ins Bett zu kriegen. Und jetzt tust du so? Was? Erzähl dir nicht so Mist. Warum hast du deiner Frau nichts gesagt? Du warst von Anfang an auf Katrin scharf, Mann. Ja, einen Moment, Moment. Das klären wir alles auf Wache. Und Ihnen gebe ich den Hinweis, dass Sie hier keine Angaben machen müssen, okay? Aber eins würde mich interessieren, Frau Finke. Wieso haben Sie sich gerade meinen Mandanten für Ihre Erpressung ausgesucht? Ich meine, da hätten Sie auch wirklich einen dickeren Fisch an Land ziehen können, oder? Wenn er es unbedingt wissen will, weil er so gutgläubig und naiv ist. Du redest doch die ganze Zeit von deiner Simone und dem Baby. Für so einer zahlt doch, ist doch klar. Ha, wer so doof ist und sein Geld wegschmeißt, hey. Selber schuld. Jetzt haben Sie sich gerade schön in den Scheiß gerissen, wissen Sie schon, oder? Milo, ja. Weißt du was? Ein Moment noch. Wenn euch jetzt eh alles egal ist, erzähl mir, was ist gelaufen? Das klären wir auf der Wache, Herr Hellmann. Nein, ich möchte das wissen. Sag mal, bist du so bescheuert? Denkst du, ich lasse so einen Vollidioten wie dich an mich ran? Ich bin doch keine Schlampe, sag mal. Das reicht jetzt. Das heißt, es ist nichts gelaufen? Natürlich nicht. Das ist alles in Ordnung. Wahnsinn. Ich denke, jetzt wird Zeit, vielleicht mal Ihrer Verlobten die ganze Sache zu gestehen, oder? Ja, jetzt wo ich weiß, dass nichts gelaufen ist, fällt mir das Ganze natürlich einfacher, es ihr zu erzählen. Sie wird natürlich sauer sein, dass ich ihr nicht von Anfang an alles erzählt habe, aber so ist es einfach. Wenn Sie wollen, dann komme ich mit zu Ihrer Verlobten. Vielleicht ist es dann etwas einfacher, ihr die ganze Sache zu erzählen. Vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Das würden Sie tun? Selbstverständlich, Herr Hellmann. So, danke. Fahren wir ins Krankenhaus. Danke. Ich kann nicht glauben, wie abgezockt Katrin ist. Und ich, Idiot, habe gedacht, die wäre okay. Wie berechnend die beiden sind, das ist der Wahnsinn. Zum Glück haben wir die Finkes ja noch erwischt. Das war aber allerletzte Sekunde. Würde mich nicht wundern, wenn sie diese Nummer schon öfter durchgezogen hätten und gar nicht Finke heißen. Na gut, das wird die Polizei schon rausfinden. Endlich hat der Erpressungsalbtraum für Peter Hellmann ein Ende. Nichtsdestotrotz hat der 35-Jährige immer noch ein mulmiges Gefühl, als er seine schwangere Verlobte im Krankenhaus aufsucht. Auch wenn es nie einen One-Night-Stand mit seiner Sekretärin gegeben hat, hat er Simone doch die ganze Zeit belogen. Der werdende Vater ist heilfroh, dass ihm jetzt Anwalt Ralf Vogel zur Seite steht. Wen hast du denn da mitgebracht? Das ist Herr Vogel. Herr Vogel ist mein Rechtsanwalt. Dein Anwalt? Wofür brauchst du einen Anwalt? Keine Sorge, Frau Kemper. Alles ist in Ordnung. Ich bin nur mitgekommen sozusagen als moralische Unterstützung für Ihren Verlobten. Moralische Unterstützung. Okay. Und warum brauchst du die? Also als allererstes möchte ich, dass du weißt, dass alles, was ich getan habe, habe ich wirklich nur für dich und den Kleinen gemacht. Was soll das jetzt heißen? Was hast du denn gemacht? Erinnerst du dich an den Briefumschlag, wo nur mein Name drauf stand? Ja, die Überraschung. Da war wirklich eine Überraschung drin, nur die war nicht für dich, sondern für mich. Ich wurde erpresst. Aber bevor du dich aufregst, die Leute wurden geschnappt und verhaftet. Es ist alles gut. Wie bitte? Du wurdest was? Womit denn? Und von wem vor allem? Du weißt doch, die Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Am besten frei raus jetzt, Herr Hellmann. Also dieser Briefumschlag, da waren Fotos drin, wo man mich mit einer Frau nackt gesehen hat. Was? Ja, ich kann mich wirklich an nichts erinnern. Ich bin in diesem Hotelzimmer wach geworden und... Ja. Soll das heißen, du hast mich betrogen oder wie? Nein, nein. Frau Kemper, nein, glauben Sie Ihrem Verlobten. Ihr Verlobter wurde mit K.O.-Tropfen betäubt und dann in ein Hotel verfrachtet. Das Ganze war ein abgekatertes Spiel und dafür gibt es auch Beweise. Glaub mir, ich wusste von gar nichts. Ich bin in diesem Zimmer aufgewacht und dann kam Katrin herein und... Deine Arbeitskollegin Katrin? Aber wieso hast du mir denn nichts gesagt? Ich wollte euch nicht belasten. Ich wusste ja selber nicht, wo ich mich da befinde und was da genau abgelaufen ist. Es war alles so verwirrend und gerade in deiner Situation habe ich an dich gedacht und an den Kleinen. Ich wollte nicht, dass irgendetwas schief geht.
Frau Kemper, zwischen Frau Finke und ihrem Verlobten ist nichts vorgefallen. Erstens wäre ihr Verlobter dazu körperlich schon gar nicht in der Lage gewesen. Und zweitens hat Frau Finke in meiner Gegenwart zugegeben, dass nichts zwischen ihrem Verlobten und ihr lief. Sie können mir wirklich glauben, und ihr Verlobter hat wirklich nur nichts gesagt, weil er sich Sorgen gemacht hat um ihre Gesundheit und das ungeborene Kind. Ach Mann, das ist eine total irre Geschichte. Sag mir doch nächstes Mal. Ich weiß, aber ich wollte euch halt nicht belasten damit. Ich bin so froh, dass jetzt alles raus ist. War ein bisschen blöd von mir, da nichts zu sagen. Ich hätte mir da ein bisschen mehr vertrauen sollen. Aber jetzt wird alles gut. Ich freue mich wirklich für die beiden. Mein Mandant wird zwar noch mal wegen der Randaliererei bei den Finkes von der Staatsanwaltschaft hören, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Rechtsanwalt Ralf Vogel hat Wort gehalten. Eine Woche nach Simones und Peters durcheinandergewirbeltem Zeitplan von Trauung und Geburt kann der Jurist dem frisch verheirateten Elternpaar noch mehr Gründe zum Feiern liefern. Hallo, Frau Hellmann. Herr Vogel, schön, Sie zu sehen. Schön, dass Sie hier sind. Ja, gleichfalls. Ach, da ist er. Ist er ja, das Sonnenscheinchen. Oh, Mensch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir haben uns doch gar nicht wirklich bei Ihnen bedanken können für alles, was Sie für uns getan haben. Gar nicht notwendig. Ich habe nur meinen Job getan. Ach, ich glaube, das war durchaus mehr. Ich weiß gar nicht, was ich ohne Sie machen würde. Ich würde jetzt vielleicht in irgendeinem Apartment rumhocken alleine. Das glaube ich nicht, Herr Hellmann. Sie hätten schon eine Lösung gefunden. Ah. Haben Sie denn noch was von den Finkes gehört? Ja, das würde Sie interessieren. Es haben sich schon mehrere Opfer bei der Polizei gemeldet, mit denen die Finkes genau das Gleiche abgezogen haben. Ach. Wahnsinn, dann fühle ich mich hier gar nicht mehr so blöd. Nein, nein, im Gegenteil. Die anderen haben alle brav bezahlt. Das gibt's doch nicht. Aber ist denn davon keiner auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen? Nein, anscheinend haben sich die Finkes ihre Opfer ganz gezielt ausgesucht. Und zwar immer solche, die sich nicht getraut haben, zur Polizei zu gehen, weil sie Angst um ihre Beziehung hatten. Dann haben ein schönes Sümmchen Geld zusammengelegt, um Deutschland ganz den Rücken zuzudrehen. Ja, ist gut möglich. Überlegen Sie mal. Mehrere Opfer haben sich schon gemeldet und wer weiß, viele sich nicht gemeldet haben. Da wird schon ein Sümmchen zusammengekommen sein. Ja, und was passiert jetzt mit denen? Naja, denen droht eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung und Erpressung in mehreren Fällen. Körperverletzung? Ja, das Verabreichen von K.O.-Tropfen, das stellt eine Vergiftung dar. Und eine Vergiftung ist wiederum eine gefährliche Körperverletzung. Oh, okay. Was kommt jetzt denn noch auf mich zu? Na gut, Herr Hellmann, Sie wissen, was Sie gemacht haben, war auch nicht ganz korrekt. Ihnen droht, oder beziehungsweise gegen Sie wird ermittelt, wegen der Sachbeschädigung und dem Hausfriedensbruch. Und das heißt jetzt genau? Ja, das heißt, im schlimmsten Falle droht Ihnen eine Geldstrafe. Aber ich habe schon mit dem leitenden Staatsanwalt gesprochen. Vielleicht können wir die ganze Sache gegen eine Einmalzahlung an eine gemeinnützige Organisation einstellen. Okay, damit könnte ich noch leben. Dann hätte das endlich mal ein Ende. Richtig, und Sie könnten sich endlich mal auf Ihr Familienleben konzentrieren. Ja. Genau, apropos Familienleben. Ja. Danke. Ja, dann sprechen wir doch mal an. Genau, danke schön. Also auf Sie und auf die Gesundheit des Kindes. Das ist das Wichtigste, denke ich mal. Genau. Für einen kurzen Moment dachte ich wirklich, Peter muss wegen seiner Aktion ins Gefängnis. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Strafsachen. Aber jetzt wird alles gut und ich bin wirklich erleichtert. Zufriedener könnte Rechtsanwalt Ralf Vogel mit der Auflösung des Falls nicht sein. Die Erpresser landen hinter Schloss und Riegel. Und die frisch verheirateten Eltern sind endlich alle Sorgen los.